Moin, ihr Gamer. Und herzlich willkommen zurück bei Dead Space 2. Wir sind DDGX, die Durchschnittsgamer. Und das hier ist eine fiese kleine dunkle Höhle. Oh, da oben leuchtet was. Oh, ein Auge bewiesen hier. Sehr schön, sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn wir, wie heißt diese komische kleine Statue noch gleich? Peng haben wir aber verpasst, ne? Ja, Peng haben wir richtig dicke verpasst. Oh. Oh, das ist hoffentlich nicht Ellies Auge. Das ist in Thailand, da hatten die Spieße, die sahen so ähnlich aus. Alter Schwede. Ja. Kann ich mal wieder nicht helfen, ne? Da fehlt dir das Auge. Da hat er ja echt das Auge rausgeholt und ist schön so am Spieß serviert. Sah aus wie so ein Snack für zwischendurch. Ja. Oh, hallo. Hi. Alter. Okay, da konntest du jetzt auch nichts machen, glaube ich. Nee. Ich hätte dich jetzt auch... Was hätte ich mal direkt ins Ei geschossen? Ich hätte dich auch so richtig gefreut, wenn du... Oh, hallo. Isaac, he's run off. Deeper into the mines. I've got problems on this end too. Get somewhere safe. I'll try. Ist er schon tot? Get somewhere safe. Ist er schon tot? Ja, ich glaube. Dein Sauerstoff geht langsam runter. Ja, ich weiß wo. Ich suche schon nach der nächsten Sauerstoffstation. Ums Eck musst du irgendwie. Die Frage ist, ob es auf dem Weg halt nochmal irgendwas zum Laden gibt. Weiß es nicht. Hallo? Hä? Oh! Da müssen wir rein und die müssen wir verabschalten, vermutlich. Das heißt, ist das hier eine Sauerstoffstation? Ich hab gehofft. Tja, wo denn? Vielleicht gibt's da drin, keine. Oder? Da drin bestimmt. Klar gibt's hier irgendwo eine. Das ist alles andere wäre gemeint, das ist doch bloß. Was ist das denn? Oh, O2, sehr schön. Musst du da erst anlanden? Achso, nee. Okay, so, was ist das hier? Das ist doch so ein Sprenggel. Genau. Super. So, dann machen wir das mal folgendermaßen. Wo sollen wir denn rein? Genau. Die. Das sind doch diejenigen, die wir weghaben müssen, bestimmt. So, wie setze ich den nochmal? Drauf? Schießen nicht, oder? Schießen? Oh nein. Oh, fangen wir auf. Schießen dann. Ach, einfach loslassen. Genau, und dann irgendwie gegenhauen oder schießen, oder? Ja, hauen kann ich ja nicht in der Schwerkraft. Dann schieße ich mal. Kannst auch was gegenwerfen, aber das ist auch nichts. Den Schuss müssen wir noch über haben. Da ist auch noch eine Sauerstoffstation. Ah ja. Das ist wahrscheinlich gleich blockiert. Das wäre schade. Passt aber ziemlich genau, ne? Ja. So. Der Weg zu jeder Sauerstoffstation wieder birgt ein Risiko. Ich habe völlig den Überblick verloren. Ja, wo müssen wir hin? Nach oben, oben. Ne, ja, das war alles nur. Ich muss mal auf Story schalten hier. Was ist das? Ich kann das, nicht lesen immer. Hier sollen wir rein, ne? Das heißt, die beiden müssen wir eigentlich verstellen. Wir brauchen wieder so eine blöde Flasche. Oder sollen alle Strahlen da rein zeigen? Sollen wir das Ding sprengen? Ich vermute das fast. Wo ist denn jetzt, wo war denn jetzt der... Das ist nur wieder Sauerstoff. Wir haben das falsch gemacht. Ja, wo ist denn das Loch, aus dem ich gekrochen bin, hier da? Meine Güte, das ist aber wirklich... Ach guck mal, bietet gleich eins an. Das ist ja freundlich. Schön. So, die beiden... Ja, da lenken wir alle da rein, oder? Ist die Frage, sollen wir da rein oder sollen wir es sprengen? Ich glaube eher, dass wir die weghauen müssen. Ich glaube, was sagt denn der Story-Weggang?
Sagt er, dass wir da rein sollen? Ich kann es ja nicht sagen. Ich kann das ja mal nicht sehen, was da jetzt gerade angezeigt wird. Hallo, du sollst da drauf. So. Jetzt längst hinweg. Ja. Okay. Ich glaube auch, dass wir da rein müssen. Also nicht wegsprengen. Okay. Guck mal, wir haben eine Leiche. Ja, siehst du, da sollen wir da rein. Dann kannst du mal in den Laserstrahl schießen. Ich glaube, das bringt nicht viel, aber wir können es versuchen. Nee. Nee. Bringt gar nichts. Das tötet nur uns. Ja. Das ist ein Anti-Isaac-Laser. Das ist fies, ne? Dass sowas hergestellt werden darf noch. Ja, ja. Das ist so, das ist Mobbing einfach. Ja. So, den müssen wir auch noch wegholen. So, verpiss dich. Jetzt gehen wir da rein. Ja. Das Vieh, das uns da raus hier rausgezogen hat, das dürfen wir jetzt wieder sehen. Ach, guck, hallo. Okay. Ehrlich gesagt zu blöd. Ah, so richtig viele von der Sorte, ne? Oh, jetzt fang doch jetzt mal einen auf. Das wäre auch geil. Er spuckt aber keinen. Ist er schon tot? Nee, der bewegt sich noch. Ich will jetzt mal beeilen. Ja. Kannst du vielleicht mal drauf gehen, sag mal? Ja, was geht denn? Hallo? Ist keine Granate? Alter. Erstmal Sauerstoff holen, dann gehe ich dann durch die Tür. Ach, da ist noch einer. Okay. So. Oh. Kann ich den vielleicht irgendwie auffangen? Funktioniert er noch? Ja, das geht zu schnell. Ja, nee, du brauchst. Ja. Ist egal, ich bin nicht hier. Ja, echt. Ehrlich, ich will nicht mit denen spielen. Ach, toll. Ah, da ist aber eine Leiche, mit der du benutzen kannst dafür. Klappt ja super. Den einen hat zerrissen. Ja, den hat es auch zerrissen jetzt. Es geht einfach zu schnell. Es geht einfach zu schnell. Also es ist fies, die Viecher, ne? Im luftleeren Raum. Das stimmt, aber dafür war es sehr übersichtlich, muss man sagen. Ja, wenn die versteckt wären, wäre es erst gemein gewesen. So, sind wir wieder drin, nachdem wir von irgendeinem Viech rausgezogen wurden. Was eine komische Art ist. Where are you? Where's Strauss? I'm safe for now, but he's lost it. I think he's coming for you. I found something you're gonna want to see. Here's my location. Oh. Hurry and get here. I'm not in any shape to be fighting. I'll get there as soon as I can. Stay safe. Sure, yeah. Safe. Der Witz. Ja. Aber ein gutes Stichwort für uns auch. Safe. Ah, auf jeden Fall. Ja, Kapitel 9 überspeichern wir auch. Alles weg. So. Ja. 401. Ja. Hä? Ah, hallo. Ah. Liegst du schon? Das ist ja krass. Normalerweise ist das ja kaum möglich, die auf so weite Entfernung. Sind der meiste gar nicht dafür vorgesehen. Alter. Ja, komm, Granate. Jetzt hat sich das auch inzwischen gelohnt. Ja. Guck mal, und der humpelt, das ist nicht süß, das ist ja schon ein bisschen niedlich. Oh, den anderen hast du gleich mitgenommen, oder was? Den anderen hatte ich vorher schon tot. Echt? Ja, okay. Ja, den habe ich ja schon einiges reingepumpt. Oh, 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 oh. Komm her. So ein Dicker hier. Ach, weißt du was? Ja, genau. Aber ich glaube, der hat's überlebt. Der Mistkäfer. Ja, aber nur knapp. Ja, stimmt, da packt man. Normalerweise haut man da so viel Munition rein in die Typen. Ja. Und gleich die Granate nehmen. Ach, guck an. Oh!
Schön. Geht uns nochmal besser. Das nehmen wir nochmal ein kleines, ne? Ja, klar. Um Platz zu sparen. Oh. Oh, oh. Du sollst nachladen. Ja, ich weiß. Hab's doch. Jetzt. Die Granate. Da, genau. Und gleich nochmal. Eine. Zack. Bam. Oh, der hat mich ein bisschen erwischt. Aber nicht viel. Gleich in die Mitte zwischen die Beine. Mach eine Granate. Geht nicht? Wer spucken da schon wieder? Hinter dir ist was. Hinter dir, hinter dir. Einer. Ah, so ein Dicker. Okay. Scheiße. Ich sehe es schon. Ja, ich habe auch nur kurz. Kurz seinen langen Fingernägel gesehen. Und dann gedacht, Mensch. Die ungeschnittenen, ne? Das ist ja, ja, eklig. Total, total widerlich. Aber geldmäßig passt das echt ganz gut. So, was liegt da? Knoten. Oh, liegt doch mal so ein Knoten rum. Gucci diesmal, glaube ich. Ja, das stimmt, das habe ich auch gesehen. Ich hatte so ein auffälliges Ziffernblatt, ne? Ja. Oh, guck mal. Oh, 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 oh. Granate oh. rein. Und noch eine. Und jetzt das gebracht. Nehmen beide noch, jetzt, aber nicht mehr viel. Einer Seite beide erwischt. Das ist doch schön. Ja, das läuft doch eigentlich ganz gut. Oh, schon wieder ein Herzpack. Oh, da bewegt's Gas. Oh, ich sehe es. Aber das mache ich lieber nicht mit der Granate, nicht von hier aus. Nee, ist nicht direkt da vorstellen. Das haben wir ja vorhin bei mir gesehen, dass das nicht gut ist. Muss ja nicht alle die gleichen Fehler machen. Mann, aber, das hier für Dicke rumtummeln sich. Ja, aber das hast du gut gelöst. Wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Das ging gut durch, ne? Eigentlich. Wir haben auch jetzt fast bald keine. Moment, wir haben aber keine Pulse Rifle mehr. Ja, das stimmt. Aber wir haben noch ausreichend Stase. Ja, aber kaum noch Munition tatsächlich. Also insgesamt. Ja, gut, dann nehme ich jetzt mal die. Ja. Davon müssen wir eigentlich noch genug haben. Aber auch nicht viel. Gucken wir mal nach. Okay, wir bräuchten einen Shop tatsächlich, hast du recht. Achso, hast du schon. Haben schon alle gedroppt eigentlich da draußen? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht gucken wir noch nicht, schnell. Ne? Also, jetzt also ich habe auf ein, zwei habe ich noch aufgetreten. Aber auf die wenigsten habe ich ausgeführt. Also die hatten fast alle gedroppt. Guck mal, wir haben doch fast jede Menge Krempel bekommen hier auch. Doch, doch. Okay. Ich hatte ja dadurch. Wir haben einfach viel Munition verbraten jetzt irgendwie. Ja. Ja, gut, die Granaten sind natürlich auch nicht billig, ne? Aber, bei den dicken lohnt sich fast immer, glaube ich. Also. Ja, das stimmt. Wenn man die richtig gut trifft, dann kann man da schon mal ein bisschen Schaden machen. War das gerade so ein Knotenraum? Ja. So, okay. Zählen wir mal mit, ne? Gold. Wie viel sind das? Wie viel kriegt man dafür? 3000. Nee. 6? Nee, 10. 10? Glaube ich. Ich glaube. Diamond ist nochmal deutlich mehr. 25. Und dann gibt es natürlich noch Bronze, ne? Genau. Noch ein Knoten, noch ein großes Health Pack. Alter, wie sich das lohnt. Und Advanced Suit. Okay. Ah, geil. Das ist natürlich gut, dass wir das Geld gespart haben. Wobei die 20.000, die wir vorhin gespart haben, auf die kommt es jetzt, glaube ich, auch kaum noch an. Das stimmt, vor allem nicht mit einem Diamond-Kontakter hier. Diamond und Gold? Ja, nee, Gold ist, glaube ich, nur 3.000. Ich glaube, Ruby ist 10.000. Und nochmal 18.000 mehr. Achso, was hast du gesagt? Ach, Ruby ist so richtig genau, viel, es ne? ist nur 3.000. Wir haben 3.000, 13.000, 23.000 haben wir bekommen. Durch den mehr Ruby ist mehr als Diamond? Ja. Soweit ich weiß schon. Nein. Ruby ist 10.000. Ruby ist mehr als Gold. Diamond ist 25.000. Genau, Diamond ist das meiste, ne? Ja. Bis auf natürlich Bronze. Bronze, ja. Ganz genau. Was auch immer der Spaß soll. So, hier sind schon wieder ein paar Ekel. Ja, so ein paar Pock. Genau. Au. Oh. Das hat aber nicht viel Schaden gemacht. Wo bist du denn, Hase? Da oben, oben. Langsam, geh langsam hoch. Rechts. Da ist er doch. Ich dachte, rechts ist ja auch noch einer bewegt. Ah. Jetzt reicht schon ein Schuss. Ich glaube, weil wir die so hochgepimpt haben. Das kann sein. So, wo ist der nächste? Da habe ich ihn doch schon gesehen. Dachte auch, aber nee, er ist. Da rechts ist er. Ja, stimmt. Ach, Mist. Ich möchte ihn ja so gerne fangen, Mann. Aber es geht so nicht. Das so nicht. Das ist noch einer. So schwer. Ja. Da ist er doch. Da oben, ja.
Ach komm, das verarscht mich doch nicht. Dieser rotzt immer einmal. Immer, das ist schwer zu beweisen für dich, Jonas. Im Zuge der Erkenntnistheorie, das weißt du selbst. Die ganzen letzten Mal, ja. Du musst nur einmal zeigen, dass er nicht rotzt, ne? Schon ist widerlegt. Genau. Und ich meine, das haben wir auch schon getan. Ich glaube nicht. Ach, na klar. Tatsächlich. Es kann sein, dass wir mal zweimal hintereinander so heftig beschissen. Oh, Alter. Alter. Backen. Jetzt zieh doch nicht den Helm ab, sag mal. Wie besoffen kann man denn sein? Immer macht er den Scheiß nicht. Und das Auge hängt auch noch dran. Der will mehrere Augen am Spieß haben, damit es sich lohnt. Sonst denkt man es immer. Und jetzt steckt er dir nicht im Kopf. Das hast du jetzt davon. So. Da habe ich jetzt auch mal relativ kühn reagiert, ne? Hast du ihn gerade erschossen? Aktiv? Ich habe ihm tatsächlich aktiv den Kopf abgeschossen. Soll man das? Weiß man? Ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, ja gut, ich habe ihn ja sowieso schon umgebracht. Ich meine, immerhin, der hat einen Schraubenzieher im Kopf. Ja. Guck dir das mal an hier. Hat man meistens eher geringe Lebenserwartung. Aber guck mal, Ausdruck des Erstaunens immer noch. Der ist auch ein bisschen verwundert darüber, dass ich den... Ja. Ellie, wir haben dir ein Geschenk mitgebracht von unserer Jagd. Wo bist du, Herzblatt? Wir haben lecker fein. Oh, lecker Köpfchen. Gefüllter Kopf. Mein Mohrenkopf, Salatkopf, Menschenkopf kann unmöglich schlecht sein. Oh, kannst du ihn irgendwo hinstellen? Da bin ich mir fast sicher. Da bin ich wieder. Der Töpper. Hier, so. So, mal gucken, ob wir ihn irgendwo draufsetzen können. Ja, auf irgend so ein erhöhtes Ein Denkmal erschaffen, um unserer zu erinnern. Ja, das funktioniert so nicht, da fällt er runter. Das hält einfach nicht. Kommst du? Der Reuter, guck mal. Ach, guck mal. Die Physik in diesem Spiel ist ausgezeichnet. Er wird so immer schneller. So würde jeder Gegenstand mit dieser Form rollen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, immer über den Hals im Leben. Ja, genau. guck mal, eher links, den Fahrstuhl brauchen wir gleich. Wir brauchen irgendwann schön sowas. Da. Nee. Da rutscht er runter. Dazu ist die Physik einfach zu gut. Ja, warte mal ganz kurz. Das kriegen wir doch hin. Wir müssen ihn da rechts bisschen, das Rohr vielleicht. Das müssen ist ein bisschen nur ein breiter. Bisschen verklemmen, Adel, du hast recht. Das hier? Ja. So ein bisschen einklemmen da hinten vielleicht. Damit er. Oh, nee, das. Ja. Rutscht da hinten? Ja. Wenn er hinten reinrutscht, wäre es ja vielleicht sogar in Ordnung. Ja. Ach, stellt sich aber auch an. Echt furchtbar. Da haben wir mal so einen schönen Kopf, ja? Sonst haben wir immer nur so hässliche Nekomorphs. Da lohnt sich das ja nicht. Da. Okay. Da tunnelt er durch. Guck mal. Ja. Ist doch super. Ja, ist der Hammer. Weißt du was? Ach, da rollt er wieder. Da rollt er wieder. Hinter dir vielleicht. Auch wo wir hergekommen sind. Nein, wir lassen das jetzt. Ehrlich. Komm. Keine Zeit für so eine Scheiße. Einfach kein Stil, so sieht's aus. Na gut. Den nehmen wir mit. Na, vielleicht können wir noch irgendwen damit erschrecken. Ja, zum Beispiel Ellie. Ach, guck mal, jetzt steht er. Oh. Ich wollte gerade sagen, steht wie eine 1, aber jetzt rollt er wieder. Da rollt er. Er stellt sich jetzt auf, ne? Er steht sich. Das ist, also, wenn er quasi fast auf dem Hals steht, dann ist das ein schlechtes Zeichen für die Gehirnmasse, die er mit sich rumträgt. Da hast du recht, ja. Dann ist der Halsansatz deutlich schwerer. Oh. Das ist schön gemacht. Ja, ja. Aber ich meine, wir haben ja genug von den Lampen. Ja. Willst du eine mitnehmen? Oder den Kopf? Irgendwas solltest du mitnehmen. Ich möchte eigentlich alles mitnehmen. So, ich habe irgendwie gehört, oder? Nee, das war irgendwas Technisches. Kopf nicht vergessen? So, nein, natürlich nicht. Hey. Hallo? Aber guck mal, den kannst du mitnehmen. Das eine Mal habe ich doch mal versucht, hier irgendeinen anderen Kram mitzuschleppen. Ah, ne, im Fahrstuhl. Im Fahrstuhl kannst du nichts mitnehmen. Das verschwindet dann. So, hier ist doch ein guter Platz. Oh, super. Oh, guck mal, da werden sich seine Verwandten freuen. Da würden andere für töten, für so einen schönen Platz. Aber er will nicht halten, ne? Normal? Ich möchte ihn ein bisschen in die Richtung kippen, damit er dagegen kippt. Da rollt er wieder. Jawohl, super.
Nochmal, okay, nochmal angucken so richtig. Ja, für das Thumbnail sollten wir mal eine kurze Zwischenaufnahme machen hier. Ja. Kann man halt hier auch sehr schön. Screenshot von machen oder so. Genau, ja, deswegen. Fürs Thumbnail mache ich dann einen Screenshot davon. Ja, wunderschön. Ausdruck des Erstaunens, ich sag's ja. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Ich habe mich so auf den Kopf konzentriert jetzt. Die Lampen wollten wir mitnehmen. Und wir müssen irgendwo. Wir waren doch schon hier. Das ist doch der Raum, in dem wir gewesen sind vorhin. Ey, wir waren an einigen Stellen schon mehrfach. Auch vorhin die Szene, wo ich, also ganz am Anfang von der letzten Aufnahmesession, wo ich zweimal gestorben bin, glaube ich. Da waren wir auch früher schon mal. Du meinst jetzt nicht im ersten Teil, sondern in diesem Teil schon auch nochmal früher. Oder meinst du im ersten Teil? Im ersten Teil. Wo ist die Lampe? Oh, toll. Scheinbar verschwinden die Sachen, wenn du sie versuchst, in einen anderen Raum zu entführen. Ja, voll im Fahrstuhl zu nennen. Ja, ja. Das ist keine Chance. Natürlich schade, ich hätte die gerne gehabt. Ja. Die sind super. Vor allem, wofür waren die da? Die haben uns ja, uns ja gar nichts gebracht jetzt. Aber auch vorhin die ganzen. Oh, sorry. So, bevor am Ende werde ich auch nochmal übergeben. Ja. Übergeben. Wobei, ich glaube nicht, dass das Ende kommt. Übergeben? Genau, ich möchte mich übergeben. Übernehmen, nicht übergeben. Oh, hallo. Das ist der Bossa Nova, der sich da anschleicht. Schön war nur der Bossa Nova. Okay. Einmal vorbei. Weißt du, an wen die mich erinnern, wenn die so komisch gehen? Die gehen ja immer so mit so ein bisschen gebeugten Füßen und so an Elvis. Der hat auch mal diesen Tanz gemacht mit den etwas durchgebeugten Knien, weißt du? Ja. Das ist ein bisschen, das ist der King, der da drin steckt. Alter, wir haben immer noch so viel Star, ich fass es nicht. Wo ich endlich den Finger drauflegen kann, was mich an denen so, an was mich das erinnert. Und weißt du, woran mich dieser Fahrstuhl erinnert? Oh ja, an eine ätzende Szene. Meinst du, das wird jetzt wieder so? Bestimmt, ne? Nein! Wahrscheinlich schlimmer. Nein, wahrscheinlich bin ich hier total safe und könnte mir jetzt endlich mal einen Cocktail mit Schirmchen gönnen. Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Ja, auch schön. Da springen wahrscheinlich einfach ein paar Biester rein, aber diese Fensternummer, mit der sind wir, glaube ich, fertig. Biester, sage ich doch, da springen ein paar Biester rein. Oh. Ist jetzt endlich tot? Ja. Die haben nicht so viel drauf, wie du denkst.